Ein herzliches Hallo und willkommen zu deinem Podcast Be You and Be Happy. Dein Podcast für Hirn und Herz. Mein Name ist Sabine Schade und ich rede heute wieder mit der lieben Julia Hegele über interessante Themen, die uns alle in dieser Transformationszeit bewusst oder unbewusst sehr beschäftigen. Wie du besser und bequemer durch diese Zeit des Erwachens kommst, wie du dich und andere bei der Transformation unterstützen kannst und wie du dein Leben maximal erfüllt leben kannst, all das sind unsere Themen heute für dich. Wenn du Veränderung im Leben suchst und du weißt, dass alle Veränderung von dir ausgehen muss, dann bleib dran und wachse. Werde zu der besten Version von dir selbst. Hallo, mein Name ist Juli. Schön, dass du da bist. Und mein Name ist Dine. Hallo. Wir sitzen heute hier im Mittelalterlager. Yay! Voll gut. Und sitzen draußen in der freien Natur. Und deswegen hörst du im Hintergrund vielleicht ein Bächlein rauschen und super schönes Vogelgezwitscher. Wir sind total geerdet, die Biene und ich. Und hauen dir jetzt einen richtig guten Podcast um die Ohren. Ganz genau. So, und da fangen wir nämlich gleich mit an. Autos und Motorräder fahren hier leider auch her. Aber da fangen wir gleich mal an. Und zwar habe ich auch bei dem letzten Lager schon vor 3 Wochen festgestellt, was ich sonst lange nicht mehr sehen kann, wie Leute mit ihren kleinen Kindern umgehen. Und ich habe ja selber 2 Kinder und die sind jetzt heute 22 und 17. Und ich bin dann fast entsetzt, weil ich sehe, was ich auch damals gemacht habe, dass wir ganz viel unbewusst den kleinen Kindern irgendwas antun. Und da würde ich natürlich die Juli heute wieder fragen, kennst du auch so Menschen, die ein bisschen irgendwie fast wie überfordert sind mit ihren kleinen Kindern? Oh ja, da könnte ich dir ein Lied von singen, von Martina und Martin, diese 2 unleidigen. Ich sag's gerade frei raus. Ich war zum Kuchen eingeladen und Kaffee trinken. Martina und Martin sind Eltern geworden. Die Kleine ist jetzt so 5-6 Monate alt, ne? Also robbelt schon fleißig durch die Gegend. Ist auch total witzig, wenn die sich so vorwärts bewegt und strahlt dann immer ihre Eltern an, wenn sie so ein Stück geschafft hat. Nur mit einem war ich irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat mir ein bisschen, weißt du, wenn es was so weh tut und das, du weißt aber genau, es ist nicht deins und du kannst eigentlich nichts machen. Ja. Wir saßen draußen im Garten und die Kleine, die krabbelte da so lang und ich denke mir noch, oh, irgendwie klappt das, glaube ich, nicht mit dem Tischbein und mit der ihrem Kopf. Kurze Zeit später tut es einen Mordsschlag und es brüllt wie am Spieß. Und meine erste Reaktion wäre gewesen, ich nehme das Kind hoch, ja, und tröste das, weil die hat sich echt übel den Kopf angehauen. Die Mutter, die saß halt nur da, völlig teilnahmslos. Und ich sag so, ja, möchtest du... Martina, ne? Sag ich, möchtest du nichts tun? Ne, wieso? Da muss die durch. Das mussten wir alle lernen. Kannst du dir vorstellen, wie beschissen mir das ging? Ich konnte diesen Schmerz von diesem kleinen Mädel, das ging mir durch und durch, ja, ne? Ja, ja. Ja, das ist auch nur ein Beispiel, ne? Also es gibt, meine, man darf auch... Da bin ich schon ein bisschen bei der Mutter. Für jedes Zippelein musst du das Kind nicht in den Arm nehmen, weil es das natürlich auch lernt. Also alles, was wir mit Kindern machen, ist ja Konditionierung, alles. Und es gibt ja, wenn so ein Kind mal hinfällt und eigentlich weißt du schon als Mutter ungefähr, ist arg, ist nicht arg. Du kannst es nicht jedes Mal so aufheben. Also da gebe ich der Mutter schon auch ein bisschen recht, weil du das auch konditionierst, dass wenn es sich nur ansatzweise ein bisschen irgendwo stößt und du gleich so, dann machst du so eine Drama-Queen draus, weißt du, wie ich meine? Ja, aber wenn es richtig sich verletzt und also Tisch, Kopf am Tisch stoßen, ja, das wissen wir alle, ne? Ist so schön wie Schienbein an eine Bettecke, ist auch ein schöner Schmerz, da sollte man auf jeden Fall dem Kind klar machen, du bist nicht alleine, ja, ist jemand für dich da. Was mir halt so aufgefallen ist, weil ich das so beobachten kann und ich mich damit ja so viel beschäftige und meinen Coaches ja auch immer diese große Aufgabe der inneren Kindarbeit ja alle bei mir bekommen, das jetzt nochmal zu sehen, wie das sich genau, so, wie soll ich sagen, so aufbaut, ne? Also diese ganze Konditionierung, die wir ja alle, jeder Einzelne von uns hat diese Konditionierung ja mitbekommen.
und wie das vonstatten geht. Und zwar ist das echt nicht nur dieser eine Satz mal am Tag, sondern es ist ja permanent und dauerhaft. Dauerhaft kriegst du deinen Namen gesagt, dauerhaft fühlst du dich angesprochen, dauerhaft wirst du nicht gelobt, dauerhaft wird dir gesagt, was nicht gut ist. Und irgendwie das, was du toll machst, wird wenig gesehen, während das, was du scheiße machst, wird immer beobachtet und immer darauf erfolgt immer eine Reaktion. Ja? Und oder auch andersrum. Ich denke, es gibt bestimmt auch Eltern, die es andersrum machen, die das eben vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener sind heute, weil viel mehr darüber gesprochen wird, die vielleicht nicht so ganz genau den Fokus drauf legen, was das Kind nicht gut macht, aber besonders das abfeiern, was das Kind gut macht, finde ich auch gut. Also finde ich auf jeden Fall ein bisschen besser. Die Frage ist aber, ich glaube, kannst du es jemals richtig machen? Schwierig. Das ist schwer, ja. Das ist super schwer. Das ist richtig schwer. Und vor allen Dingen, was ich so festgestellt habe, ist ja, wir haben alle keinen Elternführerschein irgendwie. Weißt du, du musst einen Führerschein machen fürs Mofa. Selbst die Kinder in der Grundschule haben diese Fahrradprüfung. Du musst einen Führerschein machen fürs Auto. Du musst einen Führerschein machen für einen Bagger. Aber einen Führerschein um Elternschaft, was echt so wichtig ist, da wirst du überhaupt nicht drauf vorbereitet. Und unsere Eltern und unsere Großeltern und die davor auch alle überhaupt nicht. Sondern da geht es immer darum, was will die Gesellschaft, in welche Box sollst du als Kind gestopft werden, dass du irgendwie reinpasst. Hatte ich auch neulich ein Beispiel, es waren ausnahmsweise mal nicht die zwei Martinas, bei diesem Beispiel Martin und Martina, sondern Bekannte, die ich auch schon lange kenne, und der Sohn ist jetzt 15, geht in die Realschule und ist eigentlich, es ist so ein Bauernhof, wo der groß wird, ne? Die haben zwar keine Tierhaltung mehr, aber viel Landwirtschaft. Und der liebt es. Der liebt es, mit Holz zu werkeln, der liebt es, draußen zu sein. Der hat schon mit 5 und 6 hat er schon Stühle gebaut aus Holz mit Hammer und Nagel. Also cool. Phänomenal geil. Und jetzt soll der eine Banklehre machen. Ach du lieber Gott, ja genau, damit er in die Box passt, ne? Ein Galama. Er wollte Fliesenlegermeister machen. Ja, er hatte sich einen Betrieb rausgesucht, hat sich da beworben als Azubi, ist auch genommen worden, und Vater und Mutter haben ihm ganz derben Strich durch die Rechnung gemacht. Krass. Du wirst Abitur machen, du wirst studieren und dann wirst du auf die Bank gehen. Was der gar nicht will, der will das gar nicht. Ja. Und jetzt musst du dir mal überlegen, haben die denn so rumgedreht, dass der sagt, Fliesenleger ist scheiße? Ja. Da haben die den so rumgedreht, ne? Ja. Und ich finde, es ist so traurig. Ja, aber das ist das, glaube ich, was in jeder Familie, ich würde fast eine Wette drauf ablegen, dass es bei jeder Familie so ist. Wir sind immer dieses, also worauf ich ja heute hinaus will, ist diese Konditionierung, die wir von kleinst an wirklich tausend zigfach am Tag bekommen. Tag für Tag, 24/7, also außer in der Zeit, wo wir schlafen. Das geht weiter, bis wir in die Schule kommen. Dann gibt es nochmal komplett andere Strömungen, also von Lehrern, die nicht unbedingt besser sein müssen. Also ich mache ja sehr viel innere Kindarbeit auch über zum Beispiel Hypnose. Und ich selber mache das ja für mich auch. Und ich habe letztens auch wieder eine Hypnose gehabt, wo mir meine Grundschullehrerin tatsächlich vor mein geistiges meditatives Auge gekommen ist, und da habe ich festgestellt, für die war noch nicht mal das, ich bin nicht gut genug, sondern die hat mir klar gemacht, ich bin schlecht. Die hat mir jeden Tag klar gemacht, ich bin ein schlechter Mensch, so wie ich bin. Mhm. Hatte ich auch so. Und dabei war ich ein Sonnenscheinchen. Ich war einfach, ich kam und ich bin da, und ich meine, das bin ich natürlich heute noch, das hat auch sie nicht kaputt gekriegt, aber sie hat es geschafft, dass ich innerlich mich oft schlecht damit fühle. Ich meine, mein Inneres ist, ich glaube, das aber bei jedem Menschen so, ist es so stark, dass es sich dann doch nicht kaputt machen lässt dadurch. Aber irgendwie hat es immer, wie man so schön im Ländle sagt, ein Geschmäckle. Ja, ich hatte das auch erfahren durch meinen Mathelehrer in der Realschule. Ist dann so weit gekommen, dass ich Bauchweh hatte, wenn ich nur dran gedacht habe, morgen habe ich 2 Stunden Mathe bei dem. Na, der hat mir sogar das Mathebuch auf den Kopf gehauen, ne? Und gesagt, du bist zu dumm. Ja, ist ja heute noch drin, ja, mit Zahlen. Ich und Zahlen, ich kann mit Zahlen und das ist anfangen. Das, ne? Und das ist das, was bewusst da ist. Ja. Ne? Jetzt schau dir an, wie gesagt, wenn wir das jetzt hier beobachten mit den ganzen Kindern auf dem Lager, ja, wie das ist, wenn das wirklich in einer Stunde 20 Mal passiert und dann die ganzen 10 Stunden, die du am Tag wach bist, sind schon 200 Mal am Tag. Bei 10 Tagen sind das schon 2000 Mal am Tag. Bei 100 Tagen sind das
20.000 Mal am Tag, dann weißt du, wie oft du das in deinem Leben als kleines Kind bist. Und das ist purste Konditionierung. Das ist pure Konditionierung. Ja, natürlich. Um nochmal den Begriff Konditionierung klar zu machen, das ist entstanden durch die also in der Psychologie wird das sehr häufig ja verwendet. Da gab es diesen Versuch von dem Herrn Pavlov, das war ein russischer Wissenschaftler, der hat sehr viel mit Hunden gearbeitet. Und der hat den Hunden zum Essen, hat das Essen hingestellt und hat ein Glöckchen geläutet. Und das hat der, weiß ich nicht, 2 Wochen so gemacht. Jedes Mal, wenn das Essen hingestellt hat, hat er bim, bim, bim gemacht, ja, mit so einem Glöckchen. Und nach 2 Wochen oder, nagel mich jetzt nicht fest, nach einer gewissen Zeit, ist er dann in den Raum gekommen und hat nur das Glöckchen gebimmelt. Bim, bim, bim. Und die Hunde hatten sofort Sabba. Ja. Ja, weil das ist Konditionierung. Für die war klar, bim, 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 gleich Essen. Getrimmt. Sprich gleich Speichelfluss. Das ist das, wenn ich sage Konditionierung. Und wenn du jetzt ein Kind, weiß ich nicht, 20 Mal am Tag oder mehr oder 200 Mal am Tag irgendwie einen Spruch ziehst, nein, lass das, Mami will das nicht, was ich, hör auf damit. Also heute sind die Eltern ja schon etwas reflektierter, aber sag mal, unsere Großeltern, da bist du kein liebes Mädchen, bist du kein feines Mädchen, da bist du kein Junge, auch so Jungs weinen nicht, ja? Jeder Junge weint, der hat genauso, wenn wir das angucken, kleine Kinder, ein Junge weint nicht aus ansatzweise weniger als ein Mädchen. Niemals. Und wenn, dann ist das diese Konditionierung, ja? Indianerherz kennt keinen Schmerz, ja, Jungen heulen nicht. Das sind auch ja, Mädchen sollen lieb sein, mach dich nicht schmutzig, gib das feine Händchen, hat man früher immer gesagt. Meine Oma hat es manchmal gesagt. Ja, wenn du als Kind willst du ja, also findest du ja eh schon doof, Hand zu geben, aber gibst eine Hand und gibst mal die linke. Nein, gib das feine Händchen. Ja, stimmt. Wir sagen mit der rechten Hand guten Tag. Ja. Doch, genau. Man streckt die rechte Hand hin. Genau. Und das war nicht nur, gib die rechte Hand, weil vielleicht Kinder noch nicht recht, gib das feine Händchen. Und ich meine, das hat ja einen Sinn. Früher, also das ist schon klar, woher das kommt. Früher hat man ja kein Klopapier gehabt in dem Sinne. Und dann haben die Menschen sich wirklich immer mit links quasi sich untenrum gesäubert. Und die war halt die schmutzigere Hand. Das war ja heute auch noch so, ne, in diesen Ländern, wo das immer noch so geht, genau, wo es wirklich nicht so Toilette und sowas Form wie bei uns gibt, ist das so, also mit links, sind sie schon sehr schlau. Ich hoffe, der Wind stört nicht zu sehr. Und die rechte Hand war natürlich dann die saubere, mit der man auch isst und auch dem anderen die Hand hinstreckt. Dann hat das auch noch was damit zu tun, das Handausstrecken hat ja auch was damit zu tun, dass man keine Waffe hat. Ja. Die allermeisten Menschen sind Rechtshänder und deswegen streckt man die rechte Hand auch entgegen, um zu zeigen, ich habe keine Waffe in der Hand. Also daher kommt das auch noch. Ja? Aber deswegen ist streckt das feine und das schöne Händchen und das schlechte, also linke Hand ist doch keine schlechte Hand. Ja, aber das ist Konditionierung. Und natürlich laufen wir jetzt alle nicht rum und denken, aha, unsere linke Hand ist schlecht und die rechte ist toll oder so. Ja, aber zum Beispiel früher war es so, dass bei meinem Vater weiß ich, dass ihm, der ist Linkshänder, und die haben ihm das Linksschreiben ausgesprügelt. Jedes Mal, wenn der den Stift in der ersten Klasse, wenn er den Stift in der ersten Hand, in der rechten Hand hatte, dann hat er mit dem Muster nach vorne, also überhaupt die Schmach vor allen Leuten, nach vorne in die Klasse. Der Lehrer hat seinen Rohrstock genommen, hat 5 Schläge auf die Hand geballert. Ja. Und nicht tipp, 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 sondern bam, bam, bam. Ja? Ich kenne das auch. Mein Vater macht alles mit links, alles, außer Schreiben, weil ihm das rauskonditioniert wurde. Ja? Mhm. Und ich will nur sagen, welche, natürlich mit so Schlagen, ganz klar, und das tun wir heute mit unseren Kindern nicht mehr, aber wir hatten es gerade vor diesem Podcast, hatten wir es noch, dass ich immer noch, darüber weine ich tatsächlich auch immer noch, dass ich ganz bewusst zum Beispiel eine Sache weiß, die ich mit meinem großen Sohn, mit meinem Sohn Till gemacht habe und ich sogar noch nicht mehr weiß, was es genau der ausschlaggebende Faktor war. Ich weiß nur, dass ich dieses Kind echt in Anführungsstrichen gequält habe, weil er sollte in seinem Zimmer bleiben und das wollte er nicht. Und ich habe von außen die Türklinke hochgehalten und er hat sich an die Türklinke gehängt, ja, weil ich keinen Schlüssel hatte, sonst hätte ich ihn ja eingesperrt. Wie krass ist das, oder? Heute mit dem Wissen, was ich habe, habe ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich noch heute darüber weine, wenn ich an diese Situation denke und das also da auch wirklich reinspüre. Also ich will nur sagen, was wir selber alles erlebt haben als Konditionierung und was wir teilweise unseren Kindern auch weitergeben, noch heute, obwohl es besser wird. Es wird besser. Wir sind aufgeklärter. Und trotzdem, alles, und das möchte ich dir einfach, lieber Hörer, als Quintessenz zu bedenken mitgeben,
Erstens, auch du bist ein vollkonditioniertes Wesen. Du solltest immer in irgendeine Box passen. Immer. Wie der Typ, der jetzt keine Fliesenlehre ja, machen sollte, sondern Bank. Die Bank. Ja, obwohl das gar nicht irgendwie seins ist. Und das kriegt er mittlerweile so schön geredet, dass er sich das selber schön redet. Und dann wird er sich wundern, wenn er eines Tages in einem Burnout kommt, weil er nämlich genau nicht das macht, was seine Seele eigentlich vorhatte, mit ihm zu machen. Ja? Genau. Und außerdem mal ganz abgesehen davon, was bitte ist die Welt, wenn wir keine Fliesenleger mehr haben, keine Müllabfuhr mehr haben, keine Tischlermeister, keine Dachdecker, ja, keine Gerüstbauer, was auch immer. Keine bitte, Handwerker bitte, mehr. Hört auf, eure Kinder in irgendwelche gehobenen Dienste hoch zu katapultieren. Also das ist ja mal side by side hier, das ist ja auch was ich, als ich in der Schule war, also als Mutter an diesen Elternabenden, ich bin da hinterher nicht mehr hingegangen, weil ich das genau nicht ertragen habe. Dieses so, ja, wenn mein Kind nicht den besten Abschluss macht, dann ist es nichts wert. Also wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, Vater oder Mutter bist, bitte, 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 bitte. Die Schulnote ist nicht alles. Da machen wir aber nochmal einen eigenen Podcast drüber, weil ich da, wenn ich das darf, deinen Freund auch ein bisschen mit ins Boot nehmen Gerne, darf, weil ich da auch denke, dass da auch ganz vieles so verdreht wurde, wie viel Schätze in diesen Menschen stecken, die er eigentlich gar nicht so leben kann. Also das ist ja auch so ein Ding, genau. Aber da würde ich tatsächlich nochmal was extra drüber machen. Also was ich hier heute sagen will, ist dieses innere Kind, ne? Dieses innere Kind, was so verdreht wird, was so konditioniert wird und dass du mit dir auch achtsam umgehst und da immer mal wieder reinspürst, was ist mit dir alles gemacht worden? Und das, was du herausfindest, sind maximal 5%. 95% sind in deinem Unterbewusstsein eingetütet, eingeschweißt, wie, weiß ich nicht, wie in so einem super Ultra-Safe. Ja, das ist ganz tief drin. Und das ist das, was dich unter anderem ausmacht. Ich hoffe, wir müssen das unbedingt gleich mal abhören, ob das mit dem Wind geht. Mit dem Wind geht, ne? Ja. Aber was dich wirklich ausmacht. Und deswegen lade ich meine Coaches grundsätzlich dazu ein, diese ganz, 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 ganz wichtige Arbeit mit dem inneren Kind zu machen. Es hilft. Ich habe diese Arbeit auch schon mit der Biene gemacht. Es kam natürlich alles raus. Ne? Du weißt, ich habe Rotz und Wasser geplatt. Mir ging es echt. Es tut auch weh. Ja, mir ging es auch 2 Tage gar nicht gut. Und dann habe ich das aber so gemacht, wie du mir das vorgeschlagen hast. Und dann war gut, ne? Und trotzdem kommen immer mal wieder, das ist auch so ein bisschen wie Zwiebel. Hin und wieder kann das immer mal wieder kommen. Wenn du merkst, du kommst an so einen Punkt, dann kannst du da nochmal diese Übung auch genau machen in Hinsicht auf diesen Punkt. Also in meinem Programm gibt es dazu ja auch eine Meditation. Ja, die sehr, sehr gut ist. Und genau, und dann gibt es, wenn du merkst, du kommst wieder an so einen Punkt, darfst du wieder neu nochmal hinschauen, wo ist da jetzt dieser Anker quasi in meiner Kindheit. Und nur wenn du den nämlich bearbeitest, also du meinst, du kannst das ja nicht wegmachen, deine Eltern, dein Lehrer, also du wirst nicht wegmachen, dass der Typ dir das Buch auf den Kopf geschlagen hat. Aber du kannst das aus mehreren Sichten sehen. Also es gibt ja noch ein bisschen was anderes als die Arbeit, die wir gemacht haben. Man kann das auch noch ein bisschen anders angehen, tatsächlich ganz über den Logos zu erklären, zum Beispiel zu verstehen, warum der Lehrer das gemacht hat. Er hat das halt als seinen Erziehungsauftrag gesehen. Das war so eine von der alten Schule. Ja, und er hatte nichts Besseres in der Tasche. Der hatte kein besseres didaktisches Mittel. Ja. Und dann kommen wir in Vergebung auch, ne? Also für die anderen Menschen. Manchmal ist es ja so, dass dann so viel Wut hochkommt, weil es, dass die alle so doof waren zu uns oder so. Ja. Und dann muss man tatsächlich mehr über so eine Vergebungsarbeit und also erstmal über so ein Verständnis und dann über so eine Vergebungsarbeit. Das meinte ich, hast du mit mir auch gemacht. Ah, ja, genau, okay. doch, das war so. Ja, ich sollte diese Arbeit machen, habe ich auch. Ja, ist gut. Genau, und dann gibt es noch einen Brief, was man machen kann, ja, Brief an die Eltern, genau. Dass man zum Beispiel schreiben, man könnte dann auch so einen Brief an, wenn jetzt der Lehrer einen so malträtiert, dann könnte man auch einen Brief an den Lehrer schreiben. Also und meistens leben die dann ja gar nicht mehr oder so, dann kann man das auch verbrennen. Also das nur so mal als kleiner Tipp, wie man sowas machen kann, sich sowas runterzuschreiben und dann das einfach auch mal zu verbrennen. Übrigens, da fällt mir ein, verbrennen, müssen wir noch ein bisschen noch mal auf unser Retreat. Ja. Da geht es eben auch um solche Sachen. Da ist zum Beispiel das große Thema weibliche Macht und die hat ja auch was mit Konditionierung zu tun. Ja, also auch da
Wenn du Interesse hast, liebe Hörerin, in dem Falle nur, das ist mal nur für Mädels dieses Mal. Wir machen vom 13., vom Freitag, den 13.09. bis Sonntag, den 15.09. machen wir unser Empower Yourself Retreat. Da werde ich in den Shownotes nochmal auch die Landingpage und die Anmeldeseite verlinken, falls du Bock hast mitzumachen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, weißt ja, schreib einfach. Und ja, es wird grandios. Ja, das sowieso. Ja. Aber wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ach, wegen des Verbrennens. Genau. Ja. Am Samstagabend oder am Samstag ist Vollmond und dann werden wir ein Vollmondritual draußen machen und werden viele Dinge, die wir über den Tag erarbeitet haben und auch aufgeschrieben haben, zum Beispiel auch verbrennen. Mhm. Deswegen bin ich nämlich drauf gekommen. Ganz genau. Da freue ich mich schon drauf. Ja, also Resümee. Wir haben alle unsere inneren Kinder in uns, die konditioniert wurden. Daraus entstehen alle unsere Verhaltensweisen, die wir so an den Tag legen. Das sind komplett unsere Glaubenssätze, die wir haben über uns und über die Welt. Das ist unsere Interpretation, die wir als Kleinkind und als größeres Kind gemacht haben. Und unser Fokus im Außen ist dann immer genau darauf. Und dann werden wir das sozusagen uns selber wieder bestätigen, so nach dem Motto. Also, flapsiges Beispiel, du fühlst dich nicht gut genug. Was machst du? Du guckst dir irgendwas an, was du gerade machst und stellst fest, ist nicht perfekt. Siehste, sage ich doch, ich bin nicht gut genug. Also hast du deinen eigenen inneren Kontext bestätigt, weil du nur dahin guckst, was du nicht kannst. Also weil du dich skeptisch beäugst, ob du es kannst, vielleicht nochmal positiver ausgedrückt, aber dann doch wieder feststellen musst, siehste, perfekt machst du es doch nicht. Also siehste, bist nicht gut genug. Da müssen wir auch nochmal, glaube ich, einen Podcast machen über das Perfektsein. Ja, werden wir. Ja, ne? Ja, ganz genau. Das wie perfekt verdient, muss ich eigentlich genau, sein? Genau, wie perfekt muss ich eigentlich sein? Ja. Ja. Ja, das ist das, was wir dir heute mitgeben wollten. Also inneres Kind hatten wir in dem Falle ja schon, glaube ich, den Podcast. Es zeigt trotzdem... Hatten wir noch nicht. Nee, wir haben eins wir mit einem Kind drauf, aber das war was mit Wünschen, ne? Ja. Aber es zeigt trotzdem, wie mega aktuell das ist, das ganze Thema. Ne? Ja, das ist es sowieso immer, aber mir ist es halt so aufgefallen, eben weil ich die ganzen Eltern mit ihren Kindern wieder auf diesem großen Lager vor 3 Wochen auch schon beobachtet habe, weil ich das jetzt kann. Also erstmal, weil ich das Wissen mir mittlerweile angeeignet habe und da eben auf dieser Metaebene sein kann, weil ich nicht mehr drin bin. Und das ist überhaupt gar keine Anklage, also das bitte auch nochmal. Bitte, bitte, bitte fühlt euch jetzt nicht angepisst, wenn ihr denkt, ihr seid auch so. Ich war auch so. Ganz genau so. Und ich denke, selbst wenn ich heute ein Kind hätte, auch mit dem Wissen von heute, ich wäre bestimmt besser, aber immer noch auch so. Weil das irgendwie so, ja, auch so ein Automatismus ist, weil wir als Eltern auch denken, so ist Erziehung. Mhm. Also das glaube ich auch nochmal, ja. Also deswegen bitte, bitte, bitte fühl dich nicht angepisst, sondern nimm es als Chance, einfach für dich zu beobachten, wenn du es schaffst, Bewusstsein an den Tag zu legen, wann machst du das und wann nicht? Wann stärkst du dein Kind und wann schwächst du es eher mit irgendwelchen Worten? Und manchmal sind es diese kleinen, belanglosen, unwichtigen Dinge. Es sind nicht die großen Dramas, sondern diese unscheinbaren, Sachen, kleinen tick, 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 immer auf dieselbe Stelle. Ja. Genau. Ja, spannendes Thema. Muss ich sagen, obwohl es mich ja jetzt nicht so, also das innere Kind schon, ich selber habe keine Kinder, das ist ja bei mir durch auch, also denke nicht, dass da noch was kommt. Ach, man soll nicht sagen, genau. Juline. Was habe ich gestern zu hören gekriegt von einer Bekannten? Na, Brigitte Nielsen ist mit 52 auch nochmal Mutter geworden. Ja, nochmal. Aber eine Arbeitskollegin, also eine frühere Heilpraktikerin-Kollegin von mir, die ist mit 42 das erste Mal Mutter geworden. Das erste Mal, okay. Ja? Und hat dann, glaube ich, mit 44 gleich nochmal nachgelegt. Habe ich super noch happy. Zeit. Also, auch die war, für die war immer klar, nee, keine Kinder. Und dann ist... Ja, okay. Deswegen. Ja, gut. Man weiß es nie, ne? Deswegen, man darf immer offen bleiben. Weil so man sich ja sonst auch festlegt. Ja. Und stell dir vor, dann hättest du innerlich einen Wunsch und dann hast du dich aber irgendwie bewusst so festgelegt und verbaust es dir selber, wäre ja auch blöd. Wir schauen, was da noch so kommt. Feel free, ne? Ich bin tiefenentspannt. Ja, also das soll es für heute gewesen sein. Schön, dass du dabei gewesen bist und ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ja, dann mach den ersten Schritt. Genau, und werde der Meister deines Lebens. Genau. Gehab dich wohl. Tschüss. Tschüss. Wundervoll, dass du da warst. Wenn dir dieser Podcast gefällt,
Dann teile ihn doch einfach mit deinen Freunden und bewerte ihn bitte auf den Portalen. Am allerliebsten natürlich mit 5 Sternen. Hast du Fragen oder Anregungen, dann schreibe uns bitte unter podcast@sabine-schade.com. Interessierst du dich für ein Coaching mit mir oder gar für eine Ausbildung bei mir, dann melde dich einfach. Alle angesprochenen Links findest du wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt Be You and Be Happy. Gehab dich wohl, deine Biene und Julie.